Ja, musste noch was klären. Entschuldigung. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ja. Darf ich vorstellen, liebe Zuschauer, John Jackson ist in the house. Der ist gestern eingereist, beziehungsweise heute Morgen. Und ja, hat sich schon mal ein paar Klamotten geholt. Für die Schuhe hat es leider nicht mehr gereicht. Hat sich ein paar Klamotten geholt. Schuhe gehen wir jetzt gleich, ich denke ich gleich mal holen noch. Und ja, bis jetzt hier auf der Insel, ne? Was ich gestern noch ein bisschen Mühe hatte, das muss ich hier ein bisschen im Verdeckten machen, glaube ich. Und zwar konnte ich... Irgendwie geht das Mausrad nicht. Wenn ich jetzt das Messer in die Hand nehmen möchte, das geht nicht. Weil... So. Und jetzt? Immer noch Pistole. Wisst ihr, ich kann nicht auf die drei wechseln. Nur so. Muss mich wieder an das Menü gewöhnen zuerst. Ja, gut. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Master Schokokuchen. Grätzeli. Hallöchen, ich überlege gerade, was ich jetzt zuerst machen soll. Zuerst gehen wir jetzt mal auf die... Ne, warte mal, habe ich jetzt überhaupt Kohle für Schuhe kaufen? Oh ja, habe ich. Sehr gut. Kann ja nicht die ganze Zeit mit den Badelatschen hier rumlatschen. Dann gehen wir doch mal zur Bank. Naja, die Geschichte von ihm beinhaltet automatisch einen gewissen Plan, wenn man das so will. Vielleicht komme ich sogar an den ATM ran. Also, ja. Auszahlen und teurer dürfen die nicht sein, weil mehr Geld habe ich eh nicht. Jetzt vorläufig lasse ich mal alles offen. Außer dass ich jetzt ein Fahrrad benötige. Ja, haben wir schon das erste Problem. Wo kriege ich denn hier ein Fahrrad her? Eins zu mieten, wenn es geht. Muss ich jetzt echt zum Flughafen laufen? Das wäre ein bisschen... Gibt es das nur am Flughafen? Wahrscheinlich schon, ne?
Das ist ein bisschen weit bis zum Flughafen. Dann gehe ich lieber hier zuerst mal Schuhe kaufen, gerade hier direkt. Da muss ich gar nicht so weit. So. Ja, also er kennt Los Santos, weil er in Los Santos aufgewachsen ist. Hat auch in einem gewissen Gebiet abgehangen als Jugendlicher. Aber ist natürlich jetzt so weit oder beziehungsweise so lange weg gewesen. Da hat sich natürlich einiges geändert. Und von daher, ja. Mal schauen, was sich so ergibt. Auf jeden Fall möchte ich Schuhe haben. Ja, hat eine Weile im Ausland gelebt, hat da studiert und ja, bis jetzt war sie quasi wieder in seine Heimat zurückgekommen. Hört ihr das? Könnt ihr das hören? Keine Musik. Yay, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft, die Musik auszumachen. Ja. Und irgendeinen fahrbaren Untersatz, das wäre auch ganz lustig. Ich weiß allerdings nicht, wo ich hier ein Fahrrad kriege, außer beim Flughafen. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich denke, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Sieht nicht aus wie jeder andere. Bisschen eigene Gesichtszüge versucht hinzukriegen. So fürs Erste. Passt das, glaube ich, ganz gut. Der Rest wird sich dann ergeben, denke ich mal. Aber ich kann unmöglich mit diesen Badelatschen. Das geht gar nicht. Ne? Wir sind jetzt mal andere Schuhe. Ich hoffe mal, für $100 kriege ich da was.
Was kostet denn eine Sonnenbrille? Oh, echt? Das würde ja sogar. Na, die ist ja cool. Bisschen drehen, ne? Bisschen von der Seite. Nee. Ist ja spacey. Was war das für eine Nummer 8? Also die 998, okay. 98. 98. Die ist doch auch cool. 5, 7. Man merke sich die 5 und die 7. 5, 7. Die Oder, was war das noch? Die 9. Kann man sich das ein bisschen näher an? Nee, geht nicht. Schade. Nee. Dreiundachtzig null.
Jo, passt. Guck mal, jetzt haben wir Schuhe, eine Brille. Jetzt sehen wir doch einigermaßen mal zivilisiert aus. So fürs Erste. So. Okay. Hi Mann. Was? Ich geh mal Kohle holen. Scheiße. Das kostet ja was. 100. Okay. So, komme ich jetzt hier runter, ohne dass ich irgendwie abstürze? Das wäre extrem nett. Na, geht doch. So.
Dum di dum di dum. Wie geht's euch so? Was macht ihr so? Habt ihr einen schönen Tag bis jetzt? Boah, ist das dreckig hier. Bräuchte man eine Müllabfuhr, wäre doch mal was. Oh. Ha. Also sorry, wenn ich jetzt hier alles renne, aber wenn wir das alles zu Fuß gemütlich machen, dann bin ich, glaube ich, in einer Stunde noch nicht da, wo ich will. Gefährlich, was ich hier mache, ne? So. Lucky Plucker, okay. Job annehmen. Ja. Ist nicht wahr. Jetzt wollt ihr Kohle, damit ich ent ich will Geld verdienen und muss Geld bezahlen. Ja, Himmel, wo hat's denn hier ein ATM? Dann könnten sie hier auch ein ATM hinstellen, wenn sie schon Kohle wollen. Ist ja bescheuert. Hier drin hat es keinen, denke ich mal. Oder? Nö. Natürlich nicht. So. Aber da im Laden hat es einen. Hoffe ich mal. Sonst halte ich dem gleich mal die Knarre am Kopf. Was hat er gesagt? 80 Mücken, hä? Das heißt noch 70. Ich bin doch ein armer, armer. Ich hab doch kein Geld, Mann. Oh. Echt jetzt? Ich hab doch einen Paycheck gekriegt. Guck mal, 65. Wieso steht denn da 0? Dann müsste ich doch eigentlich, das reicht zwar nicht für den Job, aber ich müsste doch eigentlich. Ach nee. Ach guck. Jetzt hat es übernommen. Jetzt muss ich also warten. Jetzt muss ich warten bis zum nächsten Paycheck. Okay. Was?
Ja, so, genau. Wenn ihr Fragen habt zum neuen Charakter, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Ich werde euch die gerne beantworten. Ansonsten müssen wir jetzt kurz auf den Paycheck warten, weil ich brauche noch 10 Dollar. Rein Hessenplay, was für eine Schuhgröße hat der schon? 45. Sieht man das? Hallo, übrigens. Der steht ganz gut auf seinen Flossen, ja. Marke Flugzeugträger. Genau. Jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen Geld verdienen mit dem Ding. Ja, mal schauen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie oft der Paycheck kommt. Ob das, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich noch, oder 5 Mücken noch. Noch 5 Dollar würden auch reichen. Genau. Alle 20, okay, dann, ja, dann wird es nicht mehr lange dauern. Alles gut. Jetzt muss ich wieder überlegen. Menü, wo konnte ich denn den Laufstil? Ah, hier, hä? Normal, mutig, selbstbewusst. Und mal testen. Oh ne, ist ein bisschen ömmelig. Ja, natürlich. Ja, so bin ich morgen noch nicht dran. Das sieht so nach Frankenstein. Ich glaube, wir bleiben bei normal. Na, viel Durst hat der, ne? Durstiges Wetter heute. Ja, dann warten wir halt kurz. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so tragisch. Was könnte ich denn sonst machen in der Zwischenzeit? Außer hier warten. Essen, trinken habe ich genug. Zigaretten habe ich auch. Waffe habe ich. Personalausweis habe ich auch. Telefon habe ich. Funk habe ich keine Kohle dafür. Brauche ich aber eh noch keins. Ja, und ein Fahrrad, aber das kriege ich, soweit ich weiß, bekomme ich, also nicht, dass ihr das jetzt, ich denke nur laut, ne, nicht, dass ihr jetzt im Chat das schreibt. Aber ich meinte eigentlich, Fahrräder gibt es nur beim Flughafen. Das wäre dann ein bisschen dödelig, wenn ich jetzt dahin rennen müsste. Mich auslocken und dann beim Flughafen einlocken, ist auch ein bisschen doof. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Hätte ich von Anfang an mich da einloggen sollen, wenn schon.
Naja, wir machen das einfach so. Wer aufs Klo muss oder was zu essen oder seine Frau beglücken oder sonst irgendwas, wäre eine gute Gelegenheit jetzt. Ich drehe mir jetzt mal eine Zigarette. Und dann warten wir mal, bis Los Santos so freundlich ist und das nächste Sozialgeld abbucht. So. Ja, vielleicht trotzdem mal so grundsätzliches, mal abgesehen von der Schuhgröße. ja, wie gesagt, der Herr ist in Los Santos aufgewachsen, Schule, Kindergarten, Schule, Ausbildung, alles in Los Santos genossen, ist dann ins Ausland, hat da studiert zusätzlich noch und hat das Studium jetzt beendet und ist jetzt quasi zurückgekommen wieder nach Los Santos. Und jetzt gibt's RP. Machst du langsam die Tür aufmachst oder bleibst sitzen, wenn du das jetzt schrubbt. Das macht kratz kratz auf dem Boden. Jo, was geht? Yo, peace, man. Denk an Sonnencreme, Bruder. Jo, gleichfalls, danke, Bruder. Coole Kiste, Mann. Schreckliche Farbe, aber geile Kiste. Hola. Yo, peace. Mann, Mann, was fahren die denn für Autos hier, Mann? Komisch, komisch. So. Wir drehen weiter an der Zigarette. Ja, ist jetzt halt am Anfang ein bisschen. Dauert halt alles ein Momentchen, ne? Man kann ja nicht auf die Insel einreisen und das Gefühl haben, man hat gerade irgendwie eine halbe Million auf dem Konto. Weil da kommt schon noch einiges jetzt auf den
Psycho zu. Also Führerschein. Führerscheine. PKW, Motorrad, LKW. Schon alleine das kostet ein Vermögen. Waffenschein, naja, wird prinzipiell überbewertet. Dann ein kleines Schnigge-Auto. Es geht nicht gerade ein Dilettante oder so. Aber für den Anfang wird es auch damit reichen. Also brauchen wir dringendst Arbeit. Bisschen die Insel kennenlernen, bisschen Leute kennenlernen, sich ein bisschen zurückhalten am Anfang, bisschen gechillt angehen und dann legen wir dann los, hoffe ich. Also ich freue mich jetzt schon auf echt cooles RP mit dem Charakter. Für mich ist es auch interessant, ah guck mal, für mich ist es auch interessant, weil ich jetzt doch fast ein Jahr lang den Holmes gespielt habe als PD, als Cop. Und jetzt plötzlich die andere Seite zu spielen, ist natürlich auch nicht ohne. Also da freue ich mich richtig drauf. Dude, was los? Also mich, Mann? Ja, du. Ja, peace. Was machst du? Was brauchst du? Ich habe jetzt gewartet, bis mein Handy wieder summt und ich die neue Sozialdings bekommen habe, weil mir fehlen noch 10 Dollar. Aber ja, ich hab's gerade vorher gekriegt, easy. Komm, ich geb dir 10 Dollar. Echt jetzt, Mann? Du bist ein Bruder. Nein, ich bin zwar nicht dein Bruder, aber ich bin ein Bruder, ja. Hey, ich wollte einen Job annehmen da vorne und der kostet 80 Dollar. Toll. Hier. Hey, Ehrenmann. Bin ich neu hier oder was? Danke dir. Was meinst du? Bin ich neu hier oder was? Ja. Okay. Ja. Was arbeitest du? Naja, ich hab auf dem Handy geguckt und da ist, wo war das jetzt? Ich glaube in die Richtung da drüben. Ja, gibt's einen Lieferdienst, dachte ich zuerst mal so fürs Erste, ja. Bisschen die Stadt kennenlernen, mal schauen. Ich bin ja hier aufgewachsen, aber ich war jetzt doch lange nicht mehr da. Okay. Mal gucken, ne? Gut, wenn du was brauchst, hast meine Nummer nicht. Wollen wir die Nummer tauschen? Ja, dann komm, ich geb dir meine Nummer. Pass mal auf. Hast du was zum Schreiben? Ja, warte mal kurz. Ja, Mann. So, gibst du ein, 323. 323, hab ich. 580. 580. 735. 735. Gibst du ein Shorty? Entschuldigung, wie? Shorty. 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 Kurzer, Shorty. Ach so. Alles klar, Mann. So. Ja, wenn du was brauchst, sagst du Bescheid, ne? Warte, ich werde. Ihr müsstet ihr euch zusammensetzen mit dieser anderen Tubus da. Ich mach mal kurz. Schreib dir mal kurz ein SMS, dann hast du meine Nummer und. Nachricht kommt dir nicht. Was? Wie? Warum? Hast du falsche Nummer geschrieben? 323-580-735. 584-0735. Ah, guck mal, da haben wir schon den Fehler.
Wie kann ich das jetzt ändern, Mann? Guck mal, gehst du auf dein Handy? Hast du? Habe ich? Gehst du auf Telefonbuch? Gehst du auf meinen, auf den Namen Shorty? Ja. Oh Scheiße, kann ich nicht ändern. Mach auf Löschen, mach neu. Ja, ich glaube, mach mal besser. Dann gib, warte mal, ich mach so. Gib dir meine Visitenkarte, mach den Namen an. Mach einfach Shorty auf Namen. Ach so, das ist perfekt, genau. Gib auf Namen Shorty ein. Ich glaube, mein Handy spinnt. Warum? Moment. Ach nee, jetzt geht's. Ist sicher noch ein 64er. Was? Nein, das Betriebssystem vom Handy. Ach so. Wo kommst du her? Also jetzt eingereist oder aufgewachsen? Okay, du hast einen komischen Dialekt. Na, aufgewachsen bin ich hier, aber ich war für längere Zeit, ich habe studiert in der Schweiz. Aha. Habe ich ein bisschen das Dialekt angenommen, ne? Okay. Kann schon sein, ja. Na ja, gut. Ach so, du hast ja jetzt meine Nummer nicht, ne? Das hat ja nicht geklappt, warte mal kurz. Machen wir ganz einfach, so. Guck mal. Einmal hier. So. Okay. Jetzt hat's geklappt. Ich glaube. Ja, Mann. Werde ich nicht vergessen, ne? Ja, machst du. Mein Name ist Shorty, ne? Dann weiß ich Bescheid. Ja, alles klar. Ich arbeite auch bei Bennys, wenn du was brauchst. Ja. Ja, und umgekehrt auch, ne? Weil. Hab ich deinen Namen jetzt? Wie heißt ich nochmal? Psycho. Ja, so. Sagen alle Psycho. Ich hab den nur nicht. Schick mir nochmal, irgendwie hat es nicht funktioniert. Echt jetzt? Muss mal Handy aus und wieder anmachen. Bei mir ging's vorher auch. Ah, du hast mir SMS geschickt. Ja, ja, Mann. Sag das doch, Bruder. Hab ich doch. Okay. Psycho. Ne, Psycho, ne? Ja, Mann. Ja, aber ich schreibe mir schon egal. So, hat funktioniert. Gut. So, wenn du was brauchst, sagst du Bescheid, Bruder, ne? Jo, danke dir, danke dir. Gleichfalls übrigens, ne? Wenn ich was helfen kann. Immer doch. Eine Hand wäscht die andere. Ich brauche 500 Kanister Lack. Ja. Ich hab nicht mal einen Führerschein, Mann. Ich kann ja nicht. Wer braucht schon einen Führerschein? Auto fährt mit Benzin. Da hast du auch wieder recht. Wie sind eigentlich die Bullen hier so? Keine Ahnung, die sind streng. Wenn ich erwischen, bist du dran. Naja, umgekehrt ja auch, ne? Ja, das glaubst du. Naja. Das glaubst du. Hey, ich hab gedacht, ich mache jetzt so ein, zwei Tage. Ja, mal gucken, wie lange ich es aushalte. Mach ich mal Pizza für Dienst. Mach das, mach das. Gut, ich bin nochmal weg, ne? Jo. Danke dir nochmal, Bruder, ne? Tschu. So, Thomas, hallöchen. Ich muss mich noch dran gewöhnen wegen der Stimme, ne? Dass ich da nicht, quasi aus dem Charakter falle, plötzlich. Mein Sympathen, jetzt schon wieder extended. Ja. Ich war ja eigentlich nie ganz weg, sozusagen. wo muss ich denn hin, verdammt? Ach so, darüber. Ja, ich war ja eigentlich nie ganz weg. Ich habe ja nur quasi eine Auszeit gebraucht. Das kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Das ist gar nicht so schlecht. Zwischendurch mal ein Päuschen machen. Man sieht das dann einiges auch wieder ein bisschen mehr mit Abstand und so. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja.
Ich weiß nicht, ich habe immer das Bedürfnis, bei drei, vierspurigen Straßen zu rennen, wenn ich die überquere. So, guck mal, jetzt haben wir schon einen Kontakt. Das ist ja nett gewesen. Da haben wir gleich mal 90 Dollar rübergeschickt. Ja. Ja gut, für jemand, der schon länger auf der Insel ist, was sind da schon 90 Dollar? Klar, Geld ist Geld, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie. Ja, komm, geh mal ein bisschen nach rechts da mit dem grünen Dings. Kipp ich ja um vor Saufen. Daddy, der Typ ist auch erst eine Woche oder zwei drauf. Der Typ ist auch erst eine Woche. Ach so, du meinst den, wo ich jetzt angetroffen habe? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde das echt nett, also. So. Job annehmen. Probieren wir es nochmal. So, irgendwas. Ich habe 161 Dollar. Brauche ich das auf dem Konto oder was? Nee, ernsthaft jetzt? Muss ich das auf dem Konto haben? Leute, jetzt kann ich wieder zurückrennen. Uff. Habe mich jetzt mit dem unterhalten. Okay. Ja, scheint ganz nett zu sein, also. Ja, witzig. Ich dachte, das muss man, die Kohle muss man dabei haben. Probieren wir es nochmal. Ah. Alles klar. Oh. 500 Meter gefahren, Motor am Arsch. So, hier muss irgendwo.
Okay. Nicht zu schnell. Ja, das Ding ist natürlich Mopsgeschwindigkeit, sagt man dem, glaube ich, ne? Aber wann habe ich jetzt angefangen? Viertel vor, glaube ich, ne? Gut. Bin mal neugierig. Wir machen mal eine Weile und dann gucken wir mal, was ich da so dafür kriege. Bin ich mal gespannt. Da gibt es doch sicher eine Abkürzung. Hey, geht das Ding echt nicht schneller? So, ein bisschen. Bisschen, aber. Das ist ja jede Pizza kalt, bis die abgeliefert ist, Mann. Ach so. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Du musst 5 Dings abgeliefert haben. Und dann kriegst du. Und dann kriegst du Kohle. Nehme ich mal an. So. Und das war der Nummer 4. Ja, genau. Ja, wobei, frag mich jetzt nicht mehr, auf welchem Server das war. Da konntest du auch Pizza und dann. Nee, das war Post, glaube ich. Nee, das war Post. Postbote oder so. Und da konntest du theoretisch nach jedem einzelnen Paket konntest du abbrechen dann. Aber ich finde das so eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Schauen wir mal.
bin ich neugierig. Ich meine, so 1-200 Mücken wäre eigentlich ganz geil. So, jetzt muss ich glaube ich hier wieder hier rein. Job beenden. Nee. Ich will eigentlich noch mehr. Wenn ich jetzt den Job beende, dann verliere ich doch die 80. Oder nicht? Oder muss ich... Nee, das ist der Parkplatz. Ja, ich mach das jetzt mal, ne? Ich weiß, dass mein Fahrzeug nicht am Parkplatz steht. Bin ja nicht dumm. Naja. Ich probiere es einfach. So. Ich habe keine andere Chance, aus dem Job zu beenden. Ich kann nichts anderes. Jetzt muss ich jedes Mal... Echt jetzt? Ja. Das ist tatsächlich gar nicht so übel. Ja, so schlecht ist das gar nicht. Mal mit dem zweiten. Ich hab keinen zweiten Gang, Mann. Ich habe ja leider keinen zweiten Gang. Was ich machen könnte, ist noch, wenn ich Shift. Aber ja. Eigentlich ändert sich nichts, ne? Der fährt genau gleich schnell. Er hört sich nur ein bisschen anders an. Naja, aber ich habe keinen Führerschein, brauche ich für das Ding. Ich kann ja einen Job annehmen und ansonsten ein bisschen rumfahren mit dem Teil. Also ich kann ja den auch einfach so benutzen. Ist doch eigentlich eine coole Sache, also fürs Erste. Bisschen rumfahren. Bisschen Kohle verdienen. Oh mein Gott. Jetzt werden aber die Strecken schon... bisschen weiter, ne? Bisschen sehr viel weiter.
Ja, genau. Grad. Ja, das ist kein Problem. Wenn ich sie abliefere bei dir, dann drehe ich sie einfach auf 60 Grad und dann. Bin ich von mir. So. Naja, ich kann ja nichts dafür, wenn das Ding nicht schneller fährt. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur bei der Kaffeemaschine, Vollautomat oder so, sind es 80 bis 85 Grad. Das weiß ich. Aber auf den Strich 58, kein kmh schneller. Uff. Moment. Kann ich jetzt auch einfach nur. Oh, das geht nicht, schade. So. Ist auch mal lustig, irgendwie mit dem Ding rumzufahren. Bin ja mal neugierig, weil die Strecke ja jetzt allgemein viel länger ist, ob es dann auch mehr Geld gibt. Genau. Richtig. Oder so wie in dem einen Film, hast du in der Mitte, hast du ein Päckchen Alufolie mit einer Salami darüber. Und darunter ist dann ein bisschen Gras. Wo muss ich denn da jetzt hin? Muss ich hoch? Nee. Doch, scheinbar schon. Moment, die Pizza kommt, die Pizza kommt, die kommt ja gar, sie kommt ja, sie kommt geflogen. Ich fliege. Guck mal. So. Noch eine und dann wissen wir es.
Ich hab's befürchtet. Ja, ich habe dem Chef gesagt, er soll mir nur Leute, ich liefere nur Parterre. Ja. Jö, bis ich da jetzt wieder zurück bin, du. Halleluja. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, was ich mit dem Charakter vorhab. Lasst euch da auch ein Stück weit, also hoffe, seid da nicht böse, wenn ich sage, lasst euch da ein bisschen überraschen. Aber ich habe schon einiges im Kopf, was man machen könnte. Bedingt natürlich immer, dass die anderen Spieler halt mitziehen, natürlich, ne? Aber wir werden sehen. Ja, aber es gibt doch da einen Film, einen deutschen Film sogar, glaube ich. Da haben sie ja Pizza ausgeliefert und da war doch in der Mitte war immer eine große Salamischeibe und darunter war in Alufolie gepackt Gras. Vielleicht kommt mir dann auch noch der Titel vom Film in den Sinn. Ein Dildo, nein, Gras, Mann. Dildo. Kommst denn du auf ein Dildo? So, guck mal. Achtung. Oi, okay. Das waren jetzt wieder nur 100. Ich könnte natürlich. Ach, scheiß drauf, wir drehen einfach noch eine Runde. Ich habe ja Zeit. Was haben wir? 16 Uhr. Ach. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Also so viel kann ich schon mal sagen, es wird Richtung Marihuana gehen. Einfach alleine aus dem Grund, weil der Psycho sich damit einfach exzellent auskennt. Und ja.
Und ja, wie es aber dann, wie es genau dazu kommt und welchen Weg er genau nimmt und wie das alles, das ist nicht geplant. Ich habe nur so ein paar, ja, Eckpunkte, könnte man sagen. Also, ja, paar Ideen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen und was sich da so ergibt. Mr. Nice, Hallöchen. Das verwundert dich nur. Naja, es gibt ja viele Möglichkeiten, ne? Also man kann, aber das weiß ja Psycho noch gar nicht. Das weiß jetzt nur ich als Steven. Ich kann ja die männlichen Pflanzen kann ich ja auch sammeln. Mache ich einfach Fasern draus. Gibt ja auch ein bisschen Geld. Von nix kommt nix. Und die weiblichen, da machen wir dann Joints daraus und die verkaufen wir dann. Kein Kopfschar mehr, der ist endgültig jetzt auf Eis gelegt. Ich bin jetzt auf der dunklen Seite. Moment mal, hier ist er. Okay, dann bist du der ja. Eigentlich, ah, da ist er ja. Willkommen auf der dunklen Seite. Danke. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich auch wirklich. Warte mal. Ist eigentlich näher, hä? Naja, mit den 70 Dollar zusammen kriegt man aber da schon mal ein angenehmes Sümmchen, glaube ich. Kriegt man da schon mal hin. So für den Anfang. Ah, ja. Wenn ich jetzt denke, mit Holmes hätte ich einen Buffalo. Naja. Muss man sich auch wieder zuerst dran gewöhnen, ja?
Ich muss schauen, dass ich so schnell wie möglich irgendwie ein Auto kriege. Ich könnte ja nachher mal, wenn ich in der Nähe bin, könnte ich mal nachschauen gehen, was so die günstigste Kiste kostet. Ich weiß das gar nicht. Schon alles sehr, sehr lange her. Und Psycho weiß es, also Jackson weiß es ja eh nicht. Na, wenigstens farblich abgestimmt mit dem Roller. Also das mit... muss mir mal so ein Gewicht kaufen für die W-Taste. Einmal drücken und dann... Die Farbe des Sattels. Nee. Das Einzige, was jetzt nicht passt, ist der Helm gerade im Moment. Ich hab kein... So. Dann kriegt man jetzt wieder $100. So, das war jetzt glaube ich ungefähr eine halbe Stunde. Guck mal. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich habe $630. Hey, das ist richtig viel. Machen wir noch ein Ründchen. So. Ja, vor allem selbst beim Fahrrad. Joi, habt ihr schon aufgegessen? Ja, hier war ich doch heute schon. Ja, bitteschön, Pizza Margherita. Brumm, brumm. Also ich war ja heute Morgen, habe ich ja den Charakter gemacht, ganz gemütlich. Und bin dann vom Flughafen, dann mit, hab mir dann ein Fahrrad gemietet für $20. Da musste ich dann auch ein bisschen schmunzeln, weil da war so ein Piep, 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 Piep. Ah, da.
Ja, so ist das. Das ist so wie bei den, wie hießen denn die, warte mal, muss ich überlegen. In der Schweiz die Mo, Ciao hießen die. Die Kleinen, die vorne so eine extrem krasse Federung hatten. Die hatten auch so einen Mörderauspuff. Was macht er denn? So, hallo, Pizza. Pizza, Pizza. Pizza, 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 Pizza. Das war ein kurzer Besuch. Verkehrsregeln? Was ist das? Kann man das rauchen? Nee, okay, dann kann ich es nicht. Ist jetzt nicht unbedingt ein Job, den ich am Abend empfehlen würde. Insbesondere nicht, wenn viele Leute auf der Insel sind. Weil die Gefahr, dass du da irgendwo einfach umgefahren wirst, nicht mal absichtlich, ist doch relativ groß. Aber ich denke, so um die Uhrzeit kann man das noch machen. Mehr Bestellungen. Nee, nee, es ist tatsächlich schon gefährlicher am Abend. Was? Wie? Wo? Falsche Richtung.
Ja, komm. Eine Runde machen wir noch. Ein Ründchen machen wir noch. Echt jetzt? Hab doch dem Boss gesagt, nur Parterre. Und wir düsen in der Mopsgeschwindigkeit. Ich bin immer zu früh mit da. Oh, wie sieht's denn hier aus?
Toll. Bin begeistert. Herrgott, nochmal. Lass mich doch jetzt auf das Ding steigen. Dankeschön. War da eine Kreuzung? Habe ich gar nicht gesehen. Ah, gut versteckt. Uff. Wer stellt denn bitte mitten in der Stadt einen Tresor einfach so hin? Ja. So. Und jetzt machen wir das so. Nehmen wir uns diesen Roller.
Naja, der fährt ja mindestens immerhin schon mal 102 km/h. Die Frage ist, soll ich das Geld investieren darin oder soll ich aber muss das unbedingt ein weißes sein? Nee, das kann ich ja mieten für 20 pro Tag. Was soll ich denn das kaufen? Ach komm. Also das Fahrrad ist jetzt, ach da drüben. Toll. Okay, das war suboptimal, weil jetzt habe ich den Roller hier. Außer ich würde jetzt da hochfahren. Das wäre eigentlich am nahesten, ne? Otter? Na, hallo. Motor gestartet, ja natürlich.
Oh, das muss ich nachher wieder alles zurückrennen, hey. Oi, 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 oi. Wann ist denn eigentlich... Oh, darf ich das fragen? Ja. Wann ist denn eigentlich Sonnenwende? Weiß es gar nicht. Brumm, brumm, brumm. Moment. Egal. Ach, ein Doofi. Echt jetzt? Doch. Muss ich das... Oh nee, echt? Muss ich das Ding noch auf mich zulassen? Das wäre ja der Hammer, ey. Oh nee. Na Halleluja. Ich bin nicht wirklich schneller so, ne? Ne. Ich sag nur noch, ich habe eine Hupe. So eine Tröte, das... Naja, ein Fahrzeug muss ich ja auch anmelden. Von daher... Woher soll die Stadt wissen, dass dieses BMX jetzt mir gehört?
Naja, wenn man bedenkt, heute Morgen hatte ich noch gar nichts. Jetzt habe ich ein BMX. Ist das schon mal was? Aber wenn ich dann schon so einen weiten Weg fahre, um das Ding anzumelden, dann werde ich nachher das BMX beim Pennerpark einparken unten. Was ist das denn? Auch einparken.
So viele Läden und kein einziger ATM. Echt jetzt? Lustig, ne? Immer wenn man einen braucht, findet man keinen. Die haben so wie ein Eigenleben, habe ich manchmal das Gefühl. So. Fährst du einfach so rum? Ja, da ist einer an der Ecke und dort ist einer in der Gasse drin und da ist auch noch einer. Und kaum brauchst du mal so ein Ding, dann verschwinden die einfach. Die merken das, die kriegen das mit. Oh, Jackson braucht ein ATM, ich bin dann mal weg, die. Gibt's doch nicht. Hallo, ich brauche ein ATM, danke schön. Kommt jetzt, Jungs, das könnt ihr nicht machen, hey. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Hilfe. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Weit und breit kein ATM. Holeriu, hido, holeriu, hidi. Das ist unglaublich. Die haben... Ist jetzt nicht wahr, oder? Das es gibt hier in der Nähe keinen ATM. Echt jetzt? Es gibt hier wirklich keinen ATM? Ich muss wirklich runterfahren. Es ist unglaublich. Das Scheiße ist nämlich, ich muss das nachher alles wieder hochfahren. Weil hier hat es nämlich ATM. Oder? Lol. Ja, wäre halt vielleicht cool, wenn man in der Nähe vom Ordnungsamt so ein ATM hinbauen könnte. Das wäre, weil gerade da, wo du Geld ausgeben
Ich meine, das hat ja auch nichts jetzt mit RP groß zu tun, wenn ich jetzt so weit rumfahren muss, gerade jetzt mit dem Fahrrad. Oder ich habe den tatsächlich nicht gesehen, aber... Lil Brapp, Hallöchen. So. Guck mal, die Anmeldung hat die Hälfte so viel gekostet wie das BMX. Halleluja. So, dann parken wir das hübsche Ding doch mal ein. Oho. Yo, peace. What up? Ja, ne? was machen wir nun? Kriegt das Fahrrad nicht los. Kacke. Neustart.
glaube, das ist. Ja. Ich werde es noch lernen. Ist klar. Okay. Nee, ich frag gar nicht erst. So. Ich stelle das jetzt hier hin. Huch. So, jetzt fällt es nicht so auf. So. Ist jemand da? Nee, oder? Vielleicht braucht es einen Neustart, aber ich muss doch das BMX irgendwie, ich muss doch das einparken können. Neu gekaufte kannst du nicht einparken, Bug. Oh. Okay. Dann muss ich auf die Sonnenwende warten, ne? Muss ich aber im Forum nachschauen. Ich werde es IC nicht verwenden. Kannst du mir sagen, wann die Sonnenwende ist? Weil ich wollte ja eh nachher kurz Pause machen. Ja, miau, miau, ja, ja. Meine Katze hat Hunger. Ach, das wusste ich nicht, okay. Naja, aber anmelden muss ich es ja trotzdem. Uhr. Ja, passt. Danke, danke für die Info. Gut. Na, ich probier's nochmal. Vielleicht,
Nee, tatsächlich. Ja, dann stelle ich das jetzt hier wohl am besten einfach irgendwo hin. Nett. Jo. Was haben wir denn jetzt noch auf dem Konto? Jetzt habe ich ja wieder einiges ausgegeben. Uiuiui. Naja. Trotzdem werde ich mich jetzt hinlegen. Und werde eine Pause machen. Und ich denke mal, wir sehen uns später noch einmal. Ich guck gerade, ob ich euch noch irgendwo hinjagen kann. Nee, tatsächlich nicht. Naja, ein Versuch war es wert. Nachschauen kann man immer. Also, ich bedanke mich, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und wie immer könnt ihr dann die Folge auch auf YouTube euch nachträglich nochmal reinziehen. Und dann sehen wir uns eventuell später noch einmal. Das ist g'si mit Tricks und Gags. Ciao zusammen.